So, ich grüße euch. Ich hoffe, irgendwer verirrt sich auf mein Video. Ich habe in meine Base dieses kleine gute Stück. Etwas too much für eine Solo-Player-Base, würde ich sagen, aber egal. Habe ich mir gedacht, ich habe einen Bunker integriert und möchte euch mal zeigen, oder für die, die das noch nicht wissen, wie das am einfachsten geht. Ich habe jetzt einen etwas größeren Bunker gebaut, aber ja. So, auf jeden Fall, das hier ist das ist der einzige Weg, also in meine Base. So, wo habe ich denn meine? Na gut, okay, warte, ich lasse mal die Ressourcen hier, weil ich werde gleich den kompletten Platz brauchen. So, dann gehe ich hier rein. Hier unter ist schon mein Bunker, hier, oder ja, ich glaube da müsste er sein. So, okay, jetzt nehme ich meine ganzen Ressourcen mal mit. So, die habe ich mir gerade mal auf die Schnelle gefarmt. So, dann geht's hier zum Bunker. Tja, und hier ist auch schon Ende. Hier drunter ist der Bunker, den ich auch nur von innen öffnen kann. Ich werde euch auch jetzt mal direkt zeigen, wie. F1, Kill, Bam. So, dann spawne ich in meinem Bett, was hier unten drin ist. Upsala. So, dann bin ich in meinem Bett gespawnt. Hier habe ich normalerweise Panzerglas vor, das habe ich aber gestern vergessen. So, dann brauche ich irgendwas, womit ich mich durch meinen Bunker durchhacken kann. Ich nehme mal dies hier. So. Und hier hinter ist halt dieses Dreieck oben gepanzert. Ich habe die Softside in diese Richtung. Und jetzt hacke ich halt einfach die Softside weg irgendwann, irgendwie. Ey, warte, ich brauche ein bisschen chinesische Musik. 2 Sekunden. Ah, sehr entspannt. So. Und im Endeffekt ist das hier mein kompletter Bunker. Ich hätte das, wenn ich jetzt die Zeit gehabt hätte, aber ich bin leider auf einem wöchentlich wartenden Server, hätte ich hier natürlich alles noch gepanzert gemacht. Hier außenrum. Na komm schon, Baby. Bam. Ich brauche noch ein Werkzeug, bitte. Danke. Also man sollte auch immer genug Ressourcen für ein Werkzeug natürlich in der Base liegen haben. Oder für Schwerter. Schwerter sind auch ganz gut. Deswegen habe ich mir auch gedacht, mache ich diesmal eine größere Bunkerbase, wo ich sagen kann, dass hier auch gleich meine Workbench drin ist, meine Öfen drin sind. So, jetzt habe ich das weggehackt. Jetzt bricht das hier auch direkt zusammen. Komm her, Baby. Ja. So, das ist halt der Bunker. Ich zeige euch auch direkt mal, wie man den wieder verschließt. Aber ich brauche erstmal. Ich muss jetzt erstmal schnell meine Öfen befüllen. Den Ofen hier hinten machen wir auch noch. Zack. Den Ofen auch noch. Hätte man auch alle ein bisschen besser positionieren können oder nebeneinander, aber ich hatte dann auch keine Lust mehr umzubauen, um ehrlich zu sein. So. Zacker, zacker, zacker. Ich habe so viele Ressourcen jetzt. Das ist. So, ach, ich hau erstmal alles hier rein. So. Okay. Okay. So. Fertig.
glaube ich. Oh Mann. Voll belastend. So. Einen Hammer brauchen wir. Die öffne ich auch gleich alle direkt. Scheißegal. Vielleicht, na, hier habe ich auch gleich direkt die passenden Ressourcen drin auspacken. Hoffe ich doch. Ja, habe ich. So, dann brauche ich natürlich einen Bauplan. Habe ich hier noch irgendwo einen drin? Nope. Das ist halt so der einfachste Weg, eine Bunkerbase zu bauen. Normalerweise baue ich so eine Bunkerbase auch wesentlich kleiner. Was heißt, ich baue nur diesen Teil hier. Und dann wird hier Ausgang zwei Foundations nach oben, so wie es hier ist. Aber ich hatte heute mal, oder beziehungsweise ich hatte die Woche mal ein bisschen Zeit. So, jetzt drehe ich das hier um, damit die Softside innen liegt. Dann kann ich das zu Holz machen, natürlich zu Holz. Ihr könnt es auch zu Stein machen, aber dann müsst ihr natürlich immer Hacken drin haben und das dauert natürlich wesentlich länger. Dann setze ich hier wieder mein... Zack, und fertig ist es. So, fertig ist die Bunkerbase von innen, oder die verschlossene Bunkerbase. Hier habe ich halt einmal komplett drumherum gezogen und einfach nur Wände gesetzt. Ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit in diesem Vibe gehabt hätte, hätte ich halt auch noch hier überall Öfen hingesetzt. Na, oh, ich bin heute zur Schlacht. So. Ihr könnt natürlich auch noch mehr Bunker bauen, im Endeffekt, dass ihr dann hier, sagen wir mal, noch Holz setzt. Das aber dann nur aus Holz macht, damit ihr es weghacken könnt. Aber sobald man online geht, will man ja nicht eine halbe Stunde nur mit Hacken verbringen, um das wegzukriegen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis denn dann, ciao.